Freunde, was geht? Ja, heute haben wir eine ganz neue... Das ist nicht so neu, ne? Ist schon echt verrostet, Digga. Wir haben heute eine Challenge für euch. Und zwar heißt das Ganze Beat erraten. Oh, lass mich raten, wir müssen Beats erraten. 10 Instrumentals rausgesucht für euch beiden Süßen. Du willst den Song? Ich möchte alle Interpreten, die drauf sind. Auch die Produzenten? Auch deren Bruder von denen, weil die auch vielleicht im Studio waren? Willst du auch das haben? Wenn die mit im Studio waren und das nachweisbar ist, dann ja. Ja, das ist hart. Ich will wirklich beide hören. Also wenn da 2 sind oder wenn da 3 sind, möchte ich alle 3 hören. Und sonst zähle ich nicht. Ist mir scheißegal, ob ihr wollt oder nicht. Ich zähle das nicht, Digga. Wer schneller ist, gewinnt. 3, 2, 1. Super, Kimmer. Ja, 1 zu 0 für Momo. Ja, das war's auf jeden Fall. Ja? Ja, genau. Alles klar, damit steht's 1-0 für Momo. Warte mal. Jetzt komm ich um die Ecke, Digga. Und jetzt mach ich dich mundtot, Digga. Du willst alle Interpreten da drin hören? Ja. Da ist noch ein anderer Rapper eigentlich da drin. Werde. Weiß ich auch nicht, wie der heißt. Ich bin ehrlich, aber... Steht da im Titel? Da sind eigentlich 2. Aber nicht im Titel. Ja, guck mal, was ist das denn für eklige Aktion von euch jetzt? Ist das von uns eklig oder von Tupac? Ja, das ist super eklig sein. Aber das sind 2 Rapper eigentlich. Das stimmt. Ein dünner kommt mit Jeansanzug noch hinterher. Ich komm echt nochmal rein, aber er steht nicht. Alles gut. Das ist nicht erwartet, das Musikvideo ist rein. Ich wollte nur sagen. Kommen wir direkt zum zweiten Song. Beyoncé who run the world? Nee. Girls. Girls? Girls. Falsch. Beyoncé who need love? Nein. Nee! Das nochmal? Nee. Aber du kannst einfach so machen. We run the world? Nee, nur run the world. Aber we run the world, hätte ich gezählt, aber du hast geändert. We run the world! We run the world! Denkst du, ich weiß sowas, wie sowas heißt? Aber kennst du nicht? Kommen wir direkt zum dritten. Es steht 1 zu 0 für Mohammed. Der dritte, da muss auch einer schnell sein, glaube ich. 3, 2, 1. Wer macht Pada? Ende und Data! 1 zu 1. Das nächste Mal vielleicht wirklich warten, bis ich die Musik ausmacht, damit man noch anfängt. Nee, das bin ich einfach als Mensch. Okay, meine lieben Freunde, es steht 1 zu 1. Das ist hier ein richtiges. Boah, Digga, das ging schnell, Digga. Richtiges Gemetzel. Hä? Okay, nächster Song. Es geht wieder um einfach nur um Schnelligkeit. Momo, Shindy Dudi. 2 zu 1 für Momo. 20 Geld, ja! 2 Geld, ja! Ice out! Das geht immer voll zu schnell, Digga. Ja, peinlich. Nur am Shindy Mecker. Dudi zu machen, den Dudi. Den kennen wir doch schon, den Dudi, Digga. Den Dudi, Digga. Kommen wir zu Song Nummer 5. Momo? Ich weiß Loredana, Sonnenbrille. 3, 2, 1. Ey, warte mal, was ich gesagt habe, jetzt oder bin ich zurück? Identität? Ja. Ich hab gerade umgedreht. Ich hätte gesagt, Loredana Identität, Digga. Cool geraten gerade. Krank. Aber du bist ja so ein kleiner Loredana an der Kamera. Oh. Letztens habe ich ein iPod von dir genommen. Ich höre so. Ich schütze meine Sonnenbrille Identität. Ich so, Digga, peinlich. Nein, das war Haftbefehl. Ich und meine Sonnenbrille. Nein. Oh. Die Stimme. Ja, Digga, du vergleichst Loredana mit Haftbefehl. Was? Dann schämst du dich nicht. Ich hab's doch gehört. Weißt du, was? 10 Jahre Arschlack, Digga, und du machst sowas, Digga. Peinlich, Digga. Okay, 3 zu 1 für Mohammed. Raja. UFO, shit changed. 3 zu 2. Okay, liebe Freunde, 3 zu 2. Kannst du den Song? Das ist peinlich aber auch, ne? Das ist echt du bist peinlich. Dann kennt man hier Loredana-Identität. Ja, die Ecke, 2 Sekunden. UFO, Digga, der Bar. Du hast dir doch ausgesucht, du kennst die Songs doch auch. Ich kenn sie sowieso. Peinlich. 3, 2, steht es. Kali, Nemo, shake. Falsch. Ah, ich weiß, Alter! Shake. Licht oder so? Beifahrer sag ich hier. Wer ist das? Auf und ab. Mhm. Echt? Echt jetzt?
Warum machst du denn? Fame. Ja! Das war Fame. Scheiße, Mann, nichts mehr, ich hab Fame. Doch. Oh, den werdet ihr direkt erkennen, Digga, ja. Soll ich lieber andere nehmen? Digga, wir wissen es ja nicht, was da kommt, Digga. Was fragst du uns da? Ja, okay, ich mach einfach. Ihr werdet direkt erkennen, Digga. 3, 2, 1. Enzo Fresh Bushido. Ghetto. Was? Ghetto? Ja. Ob ich das sehen kann, weiß ich zum Beispiel jetzt nicht, Digga. Ah, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Sonnenbank Flavor, letztes Jahr angezeigt. Diese, ne? Mix einfach gemacht. 3-3. Finale jetzt. Also, das kommt heute eigentlich mit. Ah, wer sagt das, Digga? Ghetto. Weil du sagst, du willst genau das hören, was da drin ist. Guck mal, ich sag Ghetto, du hast einfach andere Aussprache gehabt. Ghetto. Das ist Pennaussprache. Nein, das hast du doch gemacht. Ja, diese Pennaussprache. Ja, das war für Penners, Digga. Die haben es glaubt. Jetzt, im Nachhinein wissen die, haben das Scheiße gebaut, Digga. Ah, okay. Hast du die so zurechtgewiesen, ne? Normal, Digga. Ja, glaub, okay. Im Nachhinein wissen die, Digga. Ey, 3-3, Digga. Jetzt entscheidet sich alles, Digga. Alle Rapper möchte ich hören. Okay, these hoes ain't loyal mit Chris Brown, Lil Wayne und Tiger, Digga. Wie heißt das Lied? Hoes ain't loyal, Digga, oder so, Mann. Was willst du denn? Ich hab gerade gesagt, Chris Brown, der Lil Wayne und der Tiger. Okay, Momo, wolltest du noch weiter? Das ist das falsch auf jeden Fall. Ich sag, okay, Chris Brown ist dabei. Natürlich. Lil Wayne ist dabei. Es heißt... Heißt es Loyal, ey? Digga! Tiger ist dabei! Ich hab das gerade im Kopf, Digga, wie er rappt! Ganz gerne für euch nochmal nachschauen, aber hier auf dem Instrumental steht er nicht drauf, da steht jemand anderes. Instrumental? Hier steht Tiger, ja. Yay! Yeah. Hey, Junge! Ohne ist falsch, aber weitermachen lassen, weil du rein könntest. Ja, aber erstens, du hast. Aber warum stand hier, aber. Was ist vorne rein? Alles falsch von ihm. Guck mal, hier stand French Montana mit drin, Digga. Komplett falsch. Okay, das ist falsch. Da kann du musst ein anderes Song nennen, weil du alles verkackt, Digga. Weil ich hab dir gesagt, du aber hast kannst du nicht gesagt. Gönnst, Digga. Krass. Warum soll ich den gönnen? Das ist doch Finale gerade. Wer gönnt dein Finale, Digga? Ey. Was ist das? Bist du Bänger? Zeig's noch mal. What the wild? Ich mach so einen Teigbeat gemacht. Seid ihr ready, ihr süßen Mäuse? Freistehen, ihr müsst freistehen. Wer holt den letzten Punkt und gewinnt dann? Ja, hier steht er! Hier steht der Sieger, Landsieger! Fight! Könntest du dich auch ein bisschen motivieren? Nein, Mann, das ist Verlierer, merkst du doch. Kevin, du so eine Mannheims, wenn ein Lied. Und wenn er liegt, mit den Lippen verlässt. Hier ist der Sieger! Hier ist der Sieger! Hier ist der Sieger! Weißt du was? So, Friends, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Momo hat Raja vernichtet, Digga. Vernichtet nicht, das stimmt nicht. Stimmt nicht. In der Verlängerung hat Momo einfach gewonnen, hat er Golden Goal gemacht. Aber er hat gewonnen. Gewonnen ist gewonnen. Easy. Wer gewinnt, hat recht. Das Ding ist, die Leute wollen uns langweiliges sehen. Immer ein bisschen Spaß. Was ist das denn? Wer gewinnt, hat nicht recht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von Famila braucht, damit sorgt Raja euch das. Weil Aibo wollte... Die sollte ja mitbringen. Ah, Digga. Meine Sorge! Feierabend.